So, Dienstagabend, 19:19 Uhr, 18.10. Die Frisur sitzt, die Stimmung steigt. Zweiter Spieltag der zweiten Bundesliga mit 4 Minuten Verspätung gestartet. Ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Wir halten mal 18. Ik nehme den einfachen Pik raus. Ob das gut ist, werden wir gleich sehen. Sehr gut gefunden. Ein gutes Kreuzspiel. Sollte jetzt nicht Karo Ass Ladung kommen. Der hat gereizt und der hatte zwei Jungs. Achso, der hatte null gereizt, richtig. Oh, jetzt habe ich nicht ganz richtig hier aufgepasst. Ja, okay, ich denke mal 16. Ja, raus sind sie auf jeden Fall. Karten aufdecken. Einfach Kreuz gewonnen. Links scheint etwas offensiver zu sein. Den rechten, den kenne ich, glaube ich. Den Herrn Wielage, der kommt, soweit ich weiß, irgendwo aus dem Stuttgarter Raum. Also ein Schwabe, so ähnlich wie Martin. Spielt ganz passabel. Reizung dran. Und springen. Eigentlich muss er hier ein 5-mal Kreuzfeld oder sowas haben, denke ich mal. Okay. Eine Dame gibt er ab. Hat seine volle gedrückt. Jeden Fall nicht theoretisch gedrückt. Nicht auf Theorie gedrückt, das Spiel. Ja. Wenn die Dame runterdrückt, hat er theoretisch gewonnen, aber verzichtet dann natürlich auf die Fälle, wo das Spiel wie jetzt Schneider geworden ist. So, Kreuzer weiß. Da kommt ziemlich sicher eine Blanke, das gefällt mir schon mal. Oh. Naja, fast. Auf den 1933 machen wir den Karo Blenker. Der Karo Blank war Schrott. Oh, der Karo Blank war Schrott, Eddie. Eieieiei. Ich wollte den 6-3-1er schlagen. Eieieiei. Das war nicht gut. Herz Lusche und alles wird gut. Wahrscheinlich zumindest 29 Uhr. Naja, er sticht zweimal ein Herz rein. Kommt dann Herz Ass da drüben. Das war auf jeden Fall nicht gut gespielt. Naja, gut.
Vier Trumpf und ein schönes Ausspiel. Herz Ass ist bei unserem Mann. Mal gucken, ob er mit dreien ist. Nee. Wir drehen auf Karo doppelt. Ich habe nicht mitgezählt. Wo ist? Gut gedrückt auf jeden Fall, sehr interessant. Es läuft auch nicht rund hier im Gegenspiel bei mir, glaube ich. Karo 10 ist eine Option. Stellen uns jetzt zwei Eltern. Also aber. Das ist alles wieder nicht zu fassen, aber Gott sei Dank da jetzt mal nicht. Mittelhand, Sechser Tu, Seitenass. Okay, eine gute, eine schlechte. Gucken wir mal, 14 Stück. Die Lusche werfe ich Karo Lusche ab. Problem ist, dass wir mit der Karte nie wissen, welcher Trumpf wichtig ist, aber ich werde trotzdem die 7 ausspielen. Gegen 4 Trumpf werden wir wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen. Oh, ich weiß nicht, ob der Abwurf korrekt ist. Vierundfünfzig oder sowas in der Kategorie. Ja, irgendwie lange keine Turnierlisten mehr gespielt. Mann, Mann, das Gegenspiel, das Gegenspiel. Wir üben weiter, wir üben weiter. Ich weiß es nicht, wir machen Karo auf. Kann erstmal nicht falsch gewesen sein. So, 8. Wahrscheinlich. Ist hier so. 8. Was ist das für ein Spiel? 6. Sechs, vier, null, das gibt's auch selten. Oh Gott, das ist eine interessante Karte. Schaffe ich sie zu passen? 40 Punkte gibt es häufiger.
40 Punkte gibt es aber weniger. Wir entscheiden uns auf Kreuz Ass zu dritt. Oh, grenzwertig, grenzwertig. Sagen wir mal so, wir sind wohl favorisiert, dass jetzt hier Herzabwürfe noch so viele passieren. Dass so in der Mannschaft ein Plusrechner ist, wo man so eine attraktive Gegenkarte hat. Wie ich gerade. Das ist ja meistens verlorener Spieler, hätte jetzt zwei Trumpf gefunden, wahrscheinlich in Herz. Wo dann wahrscheinlich 8 Atu gehabt hat, denke ich mal. Gehabt hätte. So, 18 und Kreuz. 18. Jetzt. Das ist gut. Ich hätte wahrscheinlich als König ausgespielt, aber ungerne, weil ich ihm nicht 10 zu dritt freispielen will. Aber vielleicht hätte ich doch Karo gespielt. Mal gucken. So, Karo. Vielleicht auch wieder 6-4-0, wenn er Herz Ass zu viert hat. Nee, ein Piken hat er noch drin. Und es ist nicht Pik Ass. Dann sind wir doch raus. Kreuz, ich mache trotzdem Herz auf. Wieder 6-4-0. Gibt's so selten, denkt man. Oh, mit vier Frauen. Mit vier Frauen reizt man nicht. Dann lassen wir es. Dreiunddreißig. Mein Herz Ass blank. Na ja, dann sind wir raus.
Oh ja, ich glaube, ich habe mal wie immer einen Fehler gemacht. Den Gang vorhin in Spiel 1, der war wahrscheinlich doch theoretisch. Weil er zwei Asse selber hatte, ne? Zwei Asse, eine 10, er gibt ab zwei Asse. Drei Zehnen sind 52, seine Dame. Und ein König. Wenn nur 59 gewesen. Ja, vergiss es einfach. Ja, dann halt so, ne? 45, 47, ja. 57, 70 und noch zwei Karo oder was? Ja. Komplett Aussetzer. Nur vier Ato blank auf. Dame. Was ist denn die Dame für eine Karte? Was haben wir jetzt? 42? Also Herzkönig abzuwerfen, naja gut, ich habe noch eine Chance, Trumpf 1-1, schöne Karte, Einzelturnier. Schöne Karte ist es auch nicht, aber ein schöner Ansatz. Kreuz ohne 9. Er spielt wahrscheinlich den besseren Kreuz. Sechser Turm ohne 2. Mit 2 bestellten Zehnern. So.
96 kommt wahrscheinlich gleich die Sprungreizung, Rangover oder sowas. Oh, nehmen wir hier eben Spiel weg. Na komm, das ist Spaß. Sehr, sehr unseriös auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier aufspiele. Beim Gang vielleicht Karo 9. Es muss ja ein Gang sein, es kann nichts anderes sein. Ja, ich spiele Karo 9, lustlos. Ja, immerhin. Raus. Da ist er wieder da, der Herr Wielage. Eigentlich gefahrlose Karte. Wenn wir Bauern finden, haben wir einen Grang und wenn nicht, dann haben wir einen Hau. Trumpf 2-2 ist meistens Schneider. Ja, sieht nicht so aus. Oh, was? Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. C kann eigentlich nicht blank sein. Ja, Trumpf 2-2 ist Schneider, Mittelhand. Ach ja, Hinterhand auf jeden Fall, Mittelhand grenzwertig, ich passe. Ohne Information, naja. Oh. Vier Augen, kein König, oh. Kein Gefühl für die Karte heute. Mannschaftsbesprechung, Spiel 18. Doch nicht. Ja. Ach, wie schön ist Panama. Ja, 10 zu 5, wenn er Ass losschlägt, das ist schlecht. Wenn er natürlich Herz spielt, ist das gar nicht so verkehrt. So. Was ist mit Karo eigentlich? Karo Lusche gedrückt oder was? Offensichtlich, ne? Ja, jetzt kommen die Stege. Oh Gott, beide Weizen. Ich passe das Spiel nicht. Das haben wir schon mal geschafft.
Den werden wir nicht gewinnen. Obwohl ich. Ich weiß es nicht. Ich habe wieder nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ich komme ja nicht zu kurz, aber ich weiß nicht, was mit dem Bild ist. Herz Dame steht da noch. Die haben auf jeden Fall viel. 67, Gott, das wird Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, Jungs. Balla balla. Balla balla. Ich dachte mir, wenn der Nullo wer Hand reizt mit 7 Dame 10 in K.O. und der bei 30 ist, dann liegen K.O.s im Skat. Aber vielleicht der K.O. König. So stark der Gang. Vier Augen gedrückt, Pik spielen. Kann sein, dass wir gehen. Oh, das sieht nach fünf aus. Ja. So eine Piep 18 mit drei Jungs. Schön Stellung spielen. Wo man keinen kriegen soll, was ich gelernt habe, diese Spiele zu reizen. Alles richtig gemacht. Ja, bis auf die vier Augen in Mittelhand, die ich ausgelassen habe, war schon alles an der Kante. Was war jetzt hier los? Vielleicht sollte ich auch mal ein Foto machen gleich. Ja, was schlagen wollen, dann.
Kameras. Okay, ich mache auch mal ein Foto für die Jungs. Oh, was ist das alles hier? Ja, und du? So, 18. Und das Spiel wird wieder nicht gut ausgehen. Kein Hammer bedrückt. Danke, Pik 10 gewinnt. Beide Kranz, Baller, Baller, gereizt, beide gut gegangen. Uiuiui. Ja, Spiel. Nicht zwingend mannschaftsdienlich. Aber auf der anderen Seite. Ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, unser Zenit-King hätte die Dinger auch nicht laufen gelassen. Thomas hätte sie wahrscheinlich laufen lassen. Daniel kommt drauf an. Wahrscheinlich auch er nicht.
Wahrscheinlich hätten alle ein bisschen besser im Gegenspieler agiert. Jetzt muss ich nochmal ausspielen. Karotten. Ach, ist doch alles scheiße. Idealerweise nicht gegen 5. Sieht gut aus. Schöner Ansatz, eine gute. Vielleicht nicht. Ich mache trotzdem Gedanken. Den müssen Sie mir mal verweisen hier. Ja, den schnappen wir uns erstmal. Dann spielen wir Kreuz. Den schnappen wir uns. Was ist mit Pik? Ja, dann geht man mit Herz, Herz raus und wie zack. Reizung ist da. Ich mache trotzdem Pik auf, ob das gut ist oder 11, okay. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich gleich. Und dann nicht. Der will weiterkommen. Wahrscheinlich 6-3-1. Sehen wir mal, was er abwirft und auf Karo König wartet. Ja, das ist auch mit den. Gespielt. Na komm, 18 noch Spaß. Grenzwertig auf jeden Fall.
Erzkönig. Da hat er auch mal einen verloren. Trotz Einschub ins Viererfeld, ohne irgendwas. Irgendwie hat er verpasst, die blanke Pik Dame auf, vielleicht auch mal eine Karo 8 abzuwerfen. Das ist wahrscheinlich etwas komplizierter geworden. Wir haben noch schon 31. Also ähnlich. Eingepasst, das ist beeindruckend. Der scheint andere Sachen zu wissen. Also ich habe keine Ahnung, wie es steht. Es ist alles, würde ich sagen. Kreuz. Kreuz und er spielt Kreuz Oberhaus, okay. Ich hau trotzdem noch was rein. Wieder alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Ja, das ist einfach schlecht gespielt, so im Ganzen. Ja, wie tausende Karo Ass geladen. Naja, dann danke erstmal und bis später.